Zwei Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Staat, der eine atomare Wiederaufbereitungsanlage bauen will, und die Demonstranten. Ausgerechnet die bisher so kreuzbraven und CSU-wählenden Oberpfälzer gehen auf die Barrikaden und helfen, den Bau zu verhindern. Dreharbeiten zum Film über den WAA-Wahnsinn in Wackersdorf vor 30 Jahren. Zunächst mal ist ja auffällig, diese Geschichte von Wackersdorf ist nie im Spielfilm oder als Serie erzählt worden, was uns ja sehr gewundert hat. Weil es hat alle Zutaten eines großen Dramas. Provinz gegen Stadt, Macht gegen Ohnmacht. Die Filmcrew legt großen Wert auf Authentizität. Die Szenen am Bauzaun entstehen nur 20 Kilometer entfernt vom ehemaligen WAA-Gelände. Am Stadtrand von Roding, auf einer bereits für ein Gewerbegebiet gerodeten Fläche. Viele aus dem Team, auch Schauspieler, stammen aus der Oberpfalz. Ich spiele eigentlich eine Rolle, die an meine Mutter angelehnt ist. Oder an eine Figur, die so etwas symbolisiert wie die Frauen, die damals Widerstand geleistet haben, die aus der Bevölkerung kamen, die eigentlich ganz einfache Frauen waren, die gesagt haben, nein, und das jetzt bei uns hier nicht. Anna-Maria Sturms Mutter hat die Bürgerinitiative Schwandorf gegründet. Dass die Vergangenheit jetzt filmisch aufgearbeitet wird, findet sie gut. Sie selbst spielt nicht mit, ist aber Babysitterin, wenn ihre Tochter vor der Kamera steht. Und sie weiß viel zu erzählen. Ich hatte schon große Angst, weil ja bei uns CS und CS-Gas eingesetzt worden ist, die Polizei mit großer Brutalität vorgegangen ist. Und meine Kinder habe ich natürlich nicht zu den großen Demonstrationen mitgenommen, sondern zu den Spaziergängen an Weihnachten, an Ostern, an Fasching. Da war ich mit den Kindern unterwegs. Die meisten Komparsen kommen aus der Region, so wie dieser Polizist mit Kamera. Im echten Leben ein Landwirt und schon damals ein Hobbyfilmer. Ja, ich war ja da, wo es da so eskaliert hat und dann auch die Polizeiautos angezündet worden sind und die Polizeihubschrauber rumgeflogen sind. Und das ist jetzt komisch, weil ich jetzt selbst als Statisten, Polizisten spiele. Ja, es ist schon was, wo man drüber nachdenkt. Und es ist gut, dass das damals mit der WA nichts geworden ist. 6 Jahre lang hat der Regisseur und Drehbuchautor recherchiert. Nicht zuletzt mit Hilfe solcher Aufnahmen von Fridolin Rauch. Trotzdem, Wackersdorf wird ein Spielfilm und keine Doku. Eine Fiktionalisierung bedeutet natürlich auch immer eine Komprimierung, ja, und einen bestimmten Spannungsbogen zu erzählen. Wir erzählen nichts Falsches, aber wir erzählen einen Extrakt dieser Jahre. Das ist der Aufschrei einer Welt. Im Mittelpunkt steht der SPD-Landrat Hans Schuerer, gespielt von Johannes Zeiler, der sich vom Befürworter zum entschiedenen Gegner wandelt. Warum und zu welchem Preis? Das erfahren Sie im Herbst 2018. Dann kommt der Spielfilm in die Kinos.